Geschichte des Imam Mehdi radiallahu an ist eines der spannendsten Themen des Islam. Imam Mehdi radiallahu an dominiert nicht nur die prophetischen Texte im Islam, sondern auch die Vergangenheit und Gegenwart. Im Syrien-Konflikt erschien eine Gruppe, die sich Islamischer Staat in Syrien und Irak nannte, oder besser bekannt als Islamischer Staat oder kurz IS. Diese Gruppe gehörte nicht der Sekte der Harawaric, sondern sie erschufen eine Endzeitsekte. Für einige war der sogenannte Islamische Staat die lang ersehnte Armee aus dem Land des Khorasan. Die lang ersehnte Armee aus dem Land des Khorasan ist die Armee, die sich den Imam Mehdi radiallahu an anschließen wird. Und an Imam Mehdis Seite wird sich Isa ibn Maryam, Jesus alaihi salam, anschließen. Diese lang ersehnte Armee aus dem Land des Khorasan werden schwarze Banner tragen. Um mehr Schäfchen zu gewinnen, trug der IS schwarze Banner. Der sogenannte Islamische Staat nahm sogar die prophetische Stadt namens Dabiq an sich. Die Stadt Dabiq liegt im heutigen Syrien. Die Stadt Dabiq liegt im Fokus einer Prophezeiung, denn dort findet auch das Al-Malhamma statt. Al-Malhamma al-Kubra ist das Gleichwertige des christlichen Armageddon. Viele Geschwister schlossen sich dieser Endzeitsekte an, in der Hoffnung, an der Seite von Imam Mehdi und Jesus zu kämpfen. In der Zeit des sogenannten Islamischen Staates hatten Geschwister nicht viel Ahnung über die tatsächlichen Prophezeiungen über Dajjal, Mehdi radiallahu an und Isa ibn Maryam, Jesus a.s. Viele Prediger verschliefen diese Thematik, indem sie darüber kein Wissen verfügten oder es einfach nicht durchschauten. Der sogenannte Islamische Staat ist nicht die einzige Gruppe, die die schwarzen Banner anwenden, um zu behaupten, dass sie die Armee des Mehdis sind. Auch die Boko Haram, Al-Qaida und weitere verwenden die schwarzen Banner, um zu behaupten, dass sie die Armee des Mehdis sind. Im textlichen prophetischen Zusammenhang symbolisieren die schwarzen Banner keine Terrorangriffe, Selbstmordanschläge oder öffentliche Hinrichtungen, sondern eine Verteidigung gegen eines der schlimmsten Verfolgung und Unterdrückung, die es je geben wird. Die schwarzen Banner stehen für Liebe, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, der Kampf gegen Korruption, gegen die Ausbeutung und für die Einheit der Umma. Im textlichen prophetischen Zusammenhang symbolisieren die schwarzen Banner den Kampf gegen Satan und seine Armee, die von Dajjal, den Antichristen, geführt wird. Die Armee des Dajjal wird sich gegen den wahren Messias, Isa ibn Maryam, Jesus a.s., seine Anhänger und die Gläubigen Gottes beschwören. Mit der Erscheinung des Islam, seit Adam a.s., wurden die Gläubigen Gottes immer verfolgt. In Babylon hat ein Tyrann Abraham a.s. verfolgt und ins Feuer geworfen. Der Pharao hatte die damaligen Muslime, also die Kinder Israels, unterdrückt und versklavt. Und wieder einmal hatte Babylon, Alexander der Große und Rom die damaligen Muslime in Israel abgeschlachtet. Nach einiger Zeit warfen Römer die damaligen Muslime, also die Anhänger Jesu, ins Kolosseum, den Löwen, zum Fraß. Muslime sind diejenigen, die den aktuellen Propheten folgen und an der aktuellen Offenbarung glauben. Auf Deutsch bedeutet der Begriff Muslim, der sich Gott hingibt. Mit der Erscheinung des Propheten Mohammed gab es eine neue Gruppe bzw. Gemeinschaft der Muslime. Mit der Erscheinung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wurde die Verfolgung der Muslime zunehmend schlimmer. Muslime wurden lebendigen Leibe zerhackt und verbrannt. Erst nachdem Mohammed sallallahu alaihi wasallam Mekka eroberte, fanden Muslime nur für einen kurzen Moment Frieden. Mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam nahm die Verfolgung der Muslime weiter an Fahrt. Als die Mongolen die islamischen Länder überfielen, starben viele Muslime. Zeugen berichten von leichten Bergen der Muslime, die hoch um Meter weit reichten. Die Abschlachtung der Muslime hörte mit den Mongolen nicht auf, sondern kennzeichnen eine neue Ära der muslimischen Verfolgung nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Laufe der Geschichte wurde vermehrt gegen Muslime vorgegangen. Kreuzritter massakrierten Muslime und verbrannten sie im lebendigen Leib. Frankreich und andere Staaten vollbrachen eines der ersten großen Völkermord in der Geschichte der Menschheit.
Die nordafrikanischen Staaten und deren Anwohner wurden zu Millionen getötet. Westliche Staaten und Königreiche haben sich die Muslime im Ersten und Zweiten Weltkrieg verschworen. Sie brachen das Kalifat zum Fall, indem sie Fitna unter die Muslime verursachten. Wir würden den Rahmen des Videos sprengen, wenn wir auf alle Einzelheiten eingehen würden. Auch unsere Generation ist Zeuge der muslimischen Verfolgung. Man nimmt uns die Häuser in Palästina weg. Man bombardiert uns in Gaza. Man massakriert uns in Bosnien und Kosovo. Man bombardiert uns auf einer Hochzeitsfeier wie eine Drohne. Man sperrt uns in KZs in China ein. Man beleidigt unser Allerheiligste. Terroranschläge werden an uns verübt. Man schlachtet uns in unsere Moscheen ab und das während wir beten. Man gewährt uns kein Asyl und müssen übers Mittelmeer ertränken. Man sperrt und foltert uns in Guantanamo Bay. Man schlachtet uns in Burma ab und dafür bekommen die Mörder den Nobelpreis. Man tötet uns in Jemen, Irak, Syrien und selbst in unseren eigenen Staaten sind wir nicht sicher. Und wir würden wieder einmal den Rahmen sprengen, wenn wir auf alle Einzelheiten angehen würden und weitere Schandtaten, die man gegen Muslime vergeht, aufzählen würden. Das, was in der Vergangenheit und Gegenwart mit den Muslimen geschah und geschieht, wird in der Zukunft noch verheerender sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Muslime wegen ihres Glaubens verfolgt, getötet und ermordet werden. Egal wie die Lage der Muslime in der Vergangenheit und Gegenwart war und ist, es wird noch verheerender und schlimmer werden. Bevor der Mahdi erscheint, werden Muslime noch zunehmender verfolgt und abgeschlachtet. Während der Verfolgung der Muslime wird ein anderes Übel auf Erden eintreten. Im Hadithen wird berichtet, dass bevor der Mahdi erscheint, der Islam die Weltreligion sein wird. Dies trifft wahrscheinlich in den nächsten Jahren zu. Es könnte sehr gut möglich sein, dass wir oder unsere Nachkommen die Erscheinung von Mahdi, Dajjal und Isa ibn Maryam erleben könnten. In Hadithen wird auch berichtet, dass der Zustand vor dem Mahdi es sein wird, dass Muslime sich gegenseitig bekriegen. Dies ist der Zustand der Umma, bevor Mahdi kommt. Die Umma wird sich gegenseitig bekämpfen. Dies ist auch heute der Fall, wenn man sich die politische Lage der Umma betrachtet. Es wird auch berichtet, dass Muslime sich gegenseitig töten werden, um Medina und Mekka zu erobern. Drei Männer oder drei Mächte werden um Mekka kämpfen, nachdem Medina in Schutt und Asche liegt. Viele Menschen werden aus Medina Richtung Mekka fliehen und unter den Flüchtigen wird der Mahdi sein. Es wird berichtet, dass die Kuffar sich unter einer Führung vereinigt haben. Auch dies ist jetzt der Fall. Wenn man sich die NATO-Staaten betrachtet, dann erkennt man, dass sie sich zusammenschließen. Die NATO-Erweiterung erweitert sich immer mehr und auch in der Zukunft werden sich weitere Staaten der NATO anschließen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass das Zeichen für die Mahdi radiallahu an sei, wenn Muslime und Rom bzw. der Westen einen Friedensvertrag schließen. Wenn wir uns die derzeitige politische Lage in den arabischen Staaten betrachten, dann erkennen wir, dass die meisten islamischen Staaten sich mit dem Westen arrangiert haben. Zum Beispiel gilt die Türkei und Saudi-Arabien als engster Verbündeter des Westens. Auch wird berichtet, dass zuvor die schwarzen Flaggen aus dem Osten erscheinen werden. Gelehrten meinen, dass die schwarzen Banner aus dem Gebiet des Afghanistan kommen werden. Faszinierend ist auch, dass die Taliban zweimal eine Weltmacht besiegten, nämlich die Vereinigten Staaten und ihren Verbündete und die UdSSR. Im Gebiet der Taliban wird eine mächtige Armee auftauchen, die den Mahdi ihren Treuschwur leisten wird. Man sollte auch nicht denken, dass die Taliban diejenigen sind, die die recht geleitete Armee des Mahdi darstellen. Aber wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala es nicht zulässt, dass sogar selbst Großmächte wie die USA oder UdSSR das Gebiet von Khorasan komplett annehmen können. Es ist nicht erschreckend, wie man sieht, dass sich diese Prophezeiung sich teilweise erfüllt. Die schwarzen Banner aus Khorasan haben eine große Stellung im Islam, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns empfiehlt, dass wir uns den schwarzen Banner anschließen sollen. Auch wenn wir nicht laufen können, sollen wir zu ihnen kriechen. In der Zeit des Mahdi werden islamische Länder um die Vorherrschaft in Mekka ringen. Der Euphrat wird austrocknen und Schätze werden darin gefunden. In drei arabischen Gebieten werden drei Schätze hervorkommen. Drei Herrscher und Söhne eines Kalifen, eines Königs oder eines Präsidenten
werden versuchen, diese drei Schätze auch zu beuten. Ein Schatz liegt in der Stadt Mekka. Einige dieser Truppen, die Mekka erobern wollen, stammen aus Damaskus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er in einem Traum sah, wie eine Gruppe aus einer Umma, also Muslime, versuchen würden, die Kaaba anzugreifen. Wenn sie Mekka erreichen, dann wird ein Erdbeben die Soldaten verschlingen, die vorhaben, Mekka zu erobern. Nur zwei oder ein Mann wird übrig bleiben, um seinen Auftraggeber davon zu berichten. Der Mehdi wurde von den Angriffen beschützt. Und während seiner Anwesenheit in Mekka wird der Mehdi vom Menschen erkannt, dass er der Mehdi ist. Mehdi ist ein Ehrentitel und bedeutet der Rechtgeleitete. Der Krieg um Medina dauert verbittert an. In der Zeit verbreitet sich die frohe Botschaft, dass der Mehdi erschienen sei. Und Muslime kämpfen gemeinsam gegen die Heuchler um Medina. Dann folgt ein blutiges Ereignis statt, das die Welt bis dato nie zuvor sah. Nach einigen Meinungen werden Feinde aus dem Osten Krieg gegen die Römer bzw. Westen und Muslime führen. Muslime und Römer werden Frieden schließen und einen furchterregenden Krieg gegen den Osten führen. Dieser prophetische Krieg wird als Al-Malhamat al-Kubra bezeichnet. Al-Malhamat bedeutet die Katastrophe oder das Blutvergießen. Nachdem die Römer und Muslime den Sieg für sich entschieden haben, wird ein Christ das Kreuz hochtragen und Jesus als Gott preisen und für den Sieg danken. Die Römer stellen das Kreuz auf. Und ein Muslim wird sich darüber aufregen, da er sagen wird, dass der Sieg nicht Jesus, sondern den Allmächtigen zu verdanken sei. Der Muslim wird das Kreuz entnehmen und daraufhin werden die Römer den Muslim töten. In dieser Zeit wird Jerusalem, Istanbul und Syrien von den Kuffar erobert werden. Unter der Führung des Mehdi werden sich Muslime gegen die Römer versammeln. In Tabiq, im heutigen Syrien, werden sich die Römer bzw. Westen versammeln, um die Muslime zu besiegen. Während sich die Römer vorbereiten, verbreiten sie die falsche Nachricht, dass der Dajjal erschienen sei. Aber dies ist nichts als eine Irreführung, um die Kampfmoral der Muslime zu schwächen. Die Römer werden 960.000 Streitkräfte versammeln und unter ihnen werden sich 80 Flaggen oder Nationen anschließen. Diese apokalyptische Schlacht nennt man auch Al-Malhamat al-Kubra. Und ist das Gleichwertige wie das jüdische und christliche Armageddon. Nur 1% der Kämpfer wird überleben. Einige sind in der Meinung, dass diese Hochsterblichkeitsrate eine Atombombe verursachen wird. Jedoch werden die Muslime diese Schlacht für sich entscheiden können. Und Istanbul, Syrien und schließlich Jerusalem wieder erobern. Nach einiger Zeit wird auch Rom durch die schwarzen Banner und Mehdi erobert werden. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, ob der Imam Mehdi radiallahu an bei der großen Schlacht von Al-Malhamat anwesend sein wird. Die schwarzen Banner werden dann Mehdi Mohammed ibn Abdullah abgegeben und er wählt Jerusalem als Hauptstadt des Kalifats. Die Al-Aqsa-Moschee gerät unter der Führung der Muslime. Die Schmach und Demütigung der Zionisten und Juden wegen dem Verlust von Jerusalem wird natürlich hoch sein. Die Zionisten werden ihren lang ersehnten Messias umso mehr suchen und erwarten. Wie wir alle wissen, ist Isa ibn Maryam, Jesus a.s., der wahre lang ersehnte Messias der Muslime, Christen und natürlich die der Juden. Wenn dies alles geschehen wird, dann wird Iblis einen großen Schrei vollbringen. Und mit diesem Schrei wird er den Dajjal erwecken. Der Dajjal wird anfänglich behaupten, dass er der lang ersehnte Messias sei. Und die ersten, die ihm folgen werden, werden Juden aus Isfahan im heutigen Iran sein. Mit der Erscheinung des Dajjal, dem Antichristen, wird die komplette Welt voller Terror, Leid, Korruption und voller Blut getränkt sein. Der Dajjal wird diese Umma versuchen zu brechen, indem er Fitna unter den Muslimen sät. Seine Versuchen sind dermaßen, dass sogar alle Propheten vor ihm waren. Anfänglich behauptet er, der versprochene Messias zu sein. Und es werden ihm viele Juden folgen, da sie ihn als den wahren erwarteten Messias ansehen. Der Dajjal wird große Wunder tun, so dass er sogar die Antheisten überzeugen kann, da er viele Wunder wie die Toten wieder lebendig machen,
vor ihren Augen vollziehen kann. Nach einiger Zeit wird der Dajjal behaupten, dass er Gott persönlich sei. Und dann folgen auch viele Christen, die zum Beispiel an die Dreieinigkeit glauben. Nun hat der Dajjal, der Antichrist, eine große und mächtige Armee. Der Dajjal ist ein übernatürlicher und übermächtiger Gegner und niemand kann ihn aufhalten. Es kommen Kriege auf Kriege, Schlachten auf Schlachten. Nationen aus Ost und West folgen ihm, um die Gläubigen Gottes zu vernichten. Dies ist der Clash of the Civilizations. Die Armee des Dajjals, den Antichristen, wird immer erfolgreicher und erobern ständig neues Gebiet. Die Lage der Muslime wird aussichtslos erscheinen. Aber zu jener Zeit wird etwas passieren, das Muslime, Christen und Juden lang ersehnt haben. Allahu Akbar! Isa ibn Maryam. Allahu Akbar! Jesus a.s. Allahu Akbar, Allah! Zwei schöne Engel bringen ihn herunter. Dabei hält er beide Hände auf die Schulter der zwei Engel. Der Dajjal und seine Armee erreichen Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee. Es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, welche Moschee es sein wird. Dort finden weitere Schlachten auf Schlacht und Kämpfe auf Kämpfe statt. Imam Mahdi radiallahu anhu wird in einer Moschee sein und sich auf das Gebet vorbereiten. Und während des Ersehens der Gebetruf wird Isa ibn Maryam, Jesus a.s. die Moschee erreichen. Und während sich Mahdi auf das Gebet vorbereitet, stoßt der Prophet Isa ibn Maryam, Jesus a.s. dazu. Jeder wird den wahren Messias Jesus a.s. sofort erkennen. Imam Mahdi radiallahu anhu wird Isa ibn Maryam dazu anladen, dass er das Gebet führen soll. Aber Isa ibn Maryam, Jesus a.s. wird ablehnen und die Ehre Imam Mahdi zuweisen. Nachdem das Gebet beendet ist, wird der Dajjal persönlich die Mauern der Moschee angreifen. Nun findet die Endschlacht statt. Dajjal geht an die Front und sucht Isa, Jesus, zu töten. Wenn aber Isa ibn Maryam a.s. herauskommt, wird der Dajjal ihn sehen. Und sofort wird der Dajjal sich auflösen wie das pure Salz im Wasser. Der Sieg ist für Muslime. Der Sieg ist für den Islam. Der Sieg ist wie die Wahrheit. Die Armee des Antichristen wird nicht siegen können. Viele Anhänger und Soldaten des Antichristen werden Juden sein. Diese Anhänger und Soldaten des Antichristen haben jahrelang unschuldige und wehrlose Menschen getötet. Jetzt haben sie es mit einer mächtigen islamischen Armee zu tun. Und viele verstecken sich hinter Bäumen und Steine. An jenem Tage wird Allah die Steine und Bäume befehligen zu sprechen, um den Muslime zu berichten, dass die jüdischen Anhänger des Antichristen sich unter ihnen und hinter ihnen verstecken. Die Steine und Bäume werden zu den Muslimen sprechen. O Muslim, hier ist ein Jude, er versteckt sich hinter mir. Nun gibt es kein Entkommen. All jene, die den Antichristen folgen, wird vergolten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah wird sein Licht vollenden. Auch wenn es die Ungläubigen zuwider ist.